my mother, what will I be? Ihr wisst, was jetzt kommt. Here's what she said to me. A showgirl with yellow feathers in her hair and her dress goes down her ass. She's talking up. Arriba, arriba. Jahre und kein bisschen leiser. Was kann mir schon geschehen? Hallo, Ladies. Nein, schriller. Unter. Prominenter. Unser Gastmoderator Jörg Träger. Heute feiert die größte E-Skala Deutschlands, wenn nicht sogar Europas, ihr 20. Jubiläum. Wir haben Jubiläum. Lasset die verrückten Spiele beginnen. Ich finde das toll, dass ich diese ganze Show euch dreien heute abgeben darf. Ballando sotto l'arcobaleno. Nicht so hübsch gemacht. Nee, finde ich cool. Oh. Ich sehe den Sternenhimmel, Sternenhimmel. 20 Jahre E-Skala Castrop-Rauxel, Tanz und Umringung. Schön, dass ihr alle da sind. Für alle Zeit. Ich war noch niemals in New York. Hast du dich auch für Markus so hübsch gemacht? Bin ich jetzt bei der Arschkriecher GmbH? Dann würde ich sagen, ist ja. Das falsch. Oh, der kleine Prinz. Du hast ja große Presse mit dem Grafen zusammen. Ja, wir sind ja Adel hier. Sabrina, du hast Lippenstift auf den Zähne. Schnick, schnack. Schnick, schnick, schnack, schnack. Wow, das sieht gut aus. Vor allem im Hintergrund haben wir den Party-Rocker oder Biker. Party-Rocker, Biker, ja. Weißt du, wie man Rocker wird? Ja, nee. Zieh einen Rocker und dann bist du ein Rocker. Yes. Erstmal danke an die Queer-Seite. Bis zum Morgenrot und weiter. Unsere Special Guests. Ich freue mich, dass ihr im nächsten Jahr hier live on stage ist. Mit dir. Ich freue mich auch, wenn ihr gleich noch ein paar Lose kauft, für den guten Zweck. Ich zahle keine Businessflüge von Hollywood nach Castrop-Rauxel. Ich habe gesagt, Prinz Frederik von Anhalt bleibt da, wo der Pfeffer wächst. Dafür haben wir einen anderen Prinzen, der ist seit Jahren hier und kostenlos. Partyprinz Chris Kappelmann. Ich freue mich besonders auf zwei Drag Queens, Miss Coco und Miss Fiona. Ist hier ein Casting für Heidi Klum oder warum habt ihr euch so hübsch gemacht? Du Schleimer. Ich mach Spaß. Ich geb Gas, ich geb Gas. Ginger und Bert Wollersheim. Marco Steinbeck. Gerade habe ich noch zwei gesehen, die standen hier vorne unter euch im Publikum. Elke und Frank Fußbräuch. Ich bin schon mit dem Loseimer unterwegs. Für welchen guten Zweck verkauft ihr denn Lose? Also prinzipiell erstmal für mich, ich bin der beste gute Zweck. Was wünschen wir den Jörg heute 20 Jahre E-Skala? Liebe, Lust und Leidenschaft. Und dass er das, was er geschafft hat, noch viele Jahre, die nächsten 20 würde ich sagen, mindestens, oder? Ja. Und wir so, da sind wir dabei, das ist prima. Was er mittlerweile auf die Beine gestellt hat, das ist riesig, wenn ich das so sehe. Wir haben 1300 Leute hier und es ist ausverkauft. Hier sehen Iggy Mikkel, mein Mann Carsten Schlösser,
Bürgermeister Reiko Cravagna und der Marketingdirektor der Sparkasse Fest, Rainer Krug. Ein Riesenapplaus! Was, so viele? Und sind auch Assis da aus Duisburg? Mädels, wie gefällt's euch? Mega, super toll, jedes Jahr wieder. Was verkaufen wir heute alles für den guten Zweck? Da kriegen wir doch bestimmt auch eine Kiste Bier für, oder? Für die Mola. Ich bin der Song persönlich, genau. Wie wichtig ist es, sich für so einen guten Zweck einzusetzen? Hat für mich eine besondere Bedeutung, gerade hier und heute, weil ich habe etwa vor 40 Jahren, bei mir kommt es ja auf 10 Jahre nicht an, in Hamburg gelebt und hatte da wirklich meinen besten Freund, der jetzt positiv war. Der Partyprinz und mein lieber Paco Steinbeck. Sag mir wann, du sag mir wann. Das machen wir jetzt. Also jetzt mit dem Eimer los und alles, was ihr noch an Geld locker machen könnt, kommt in den Eimer rein. Letztes Jahr kam 400 Euro so zusammen. Mal sehen, ob wir das dies Jahr übertreffen können. Lieber Jörg, wir danken dir, dass wir bei der diesjährigen Veranstaltung dabei sein durften und wünschen dir für die nächsten 20 Jahre, dass es genauso erfolgreich weiterläuft. Werde ich immer nur ein Fremder sein. Hallo Jörg, we want to congratulate you for your 20th anniversary for the AIDS benefit and thank you so much for having us here. Noch ganz viele Jahre und ich hoffe, dass nächste Woche wieder dabei bin. Ich habe im Jahre 2012 eine Gala übernommen, die sehr anders war, ein bisschen konservativer, und wir haben einfach mal so ein bisschen Feinschliff hier reingebracht vor 8 Jahren. Wahrscheinlich die größte AIDS-Gala Europas. Was machst du denn hier? Hier ist der Partyprinz. Ja, und hier ist die Mona. Wir haben jetzt doppelte Kamera vor uns, die Kameramänner. Beide kennt ihr euch schon? Kennt ihr euch? Guckt euch doch mal an. Here's what my sweetheart says. Hey, sera, sera. Whatever will be. The future's not ours to see. Hey, sera, sera. Oh, my hey, hey. Manchmal noch um dich. Das geht vorüber, sicherlich. Hey, Stefan!
wird schon was passieren. Nein, mir ist nicht kalt. Warum nicht? Weil ich hier bin. Das könnte durchaus sein. Turn my mic up. Come on. Ich hoffe, ihr macht mindestens noch weitere 20 und egal, was ihr zu feiern habt, whenever you need me, call my name, ich werde da sein. Und dann sehen wir uns bei YouTube und auf der Aftershow-Party. Das sowieso. Ist immer ein Hut vor dem Veranstalter, weil ist immer geil. Runter! Sind wir nicht alle ein bisschen terror-tuckig? Ja, absolut. Nein. Tuck, tuck, tuck! Tuck, tuck! Tuck, tuck, tuck! Oh, bin ich terror-tuckig! Terror-tucker, tuck, tuck, tuck! Und ich bin nackte Mann! Tuck, tuck, tuck auf die Terror-Tucken. I know what I want you. Cause you're Party Prince and Mr. Vane. Party Prince and Mr. Vane. Yeah.